Ja, guten Morgen. Ein neuer Tag auf der Baustelle. Es ist Sonntag. Wir haben 7:30 oder 8. Auf jeden Fall ist es eine Stunde früher. Das heißt, wir haben heute weniger Schlaf gehabt. Aber dafür ist es natürlich früher heller in Zukunft und dann auch später dunkel. Das wird gut für uns. Ja, jetzt geht's los. Und viel Spaß beim Video. Schön, dass ihr dabei seid. So ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, wie wir unser Kamera-Equipment vorbereiten und aufstellen für euch, damit ihr natürlich mit dabei sein könnt. Und zwar, Gabal ist schon dabei, die GoPro herzurichten, Nummer 1. Mit der GoPro haben wir aufgehört, wir filmen eigentlich nur mehr mit DJI Osmo Action. Die GoPro hat nicht die Qualität, die wir uns vorgestellt haben. Also, die wird einmal auf Stativ gestellt, hier unten kommt eine Powerbank dazu. Dann steckt man das Ganze an und fertig ist die Geschichte. Ohne Powerbank ist halt das Problem mit diesen kleinen Kameras, dass innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden der Akku leer ist. Und das tue ich mir nicht an, dass ich da ständig alle paar Stunden Akku wechseln muss. So ist immer der gleiche Akku drin. Aber aufgrund der Powerbank, die angesteckt ist, bleibt der Akku eigentlich voll. Ja, mit dem Ganzen gehen wir dann zum Ort des Geschehens und stellen es dort einfach auf. So, die Kamera ist aufgestellt, also herzlich willkommen zum heutigen Video. So, mit was fangen wir an? Also, zuerst wird jetzt einmal der Rahmen montiert. Da wird das hier dem Rahmen entlang festgeschraubt und dann wird schon eingeschäumt. Ja, ihr Lieben, es gibt übrigens ganz viele unterschiedliche Meinungen zu Fenstereinbauten. Ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt oder auch auf YouTube geschaut. Die einen meinen, man bohrt heutzutage nicht mehr in den Rahmen. Die anderen machen es wieder. Dann verwenden manche nur dieses vorkomprimierte Dichtband und nehmen dafür den Schaum nicht. Manche nehmen wieder beides. Also, anscheinend gibt es da nicht wirklich so fixe Regeln. Es ändert sich immer wieder. Wir machen es jetzt nach bestem Gewissen und so, dass es hoffentlich dann dicht ist und gut hält und nicht verzogen ist. Noch zur Info, natürlich haben wir uns beraten lassen, auch von einem Fenstereinbau, und der uns beliefert hat mit den Fenstern, hat auch gemeint, dass wir das normalerweise selber einbauen können. Ja, man kann nicht immer alles sofort wissen und auch wir müssen da tüfteln und recherchieren zusätzlich, dass wir ja nichts falsch machen. Werden die zwei das machen? Früh aber doch werde ich schon langsam das Mittagessen vorbereiten, weil in dem Fall, was ich heute mache, je länger das ein bisschen vor sich köchelt, desto besser wird es dann später schmecken. Und zwar habe ich schon hier mal die Zwiebel geschnitten. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was dazu machen, weil die gehen ja sehr schnell ein. I'm satisfied with what I've got and still eager for more. The change that you've been looking for will come knock on your door. So, das erste Fenster ist montiert,
noch nicht fein eingestellt, das machen wir erst, wenn es ausgeschäumt ist. Jetzt holen wir mal, also später holen wir dann die Flügel alle. Die Türflügel sind da, zwei Fensterflügel fehlen noch. Jetzt werden wir es noch fertig anschrauben, damit das alles fix ist, und dann montieren wir die ganzen Flügel. Also so schaut das jetzt aus. Da werde ich jetzt noch ein bisschen Grillbraten dazugeben und ein bisschen Gemüsebrühe und dann köcheln lassen. Also zuerst mal anbraten und dann schön köcheln lassen. Dann kommt ein bisschen Wasser dazu, nämlich Knoblauch. Dass wir vom Niveau her die Fenster gleich einstellen. Da haben wir einen Laser aufgestellt. Schön am Köcheln. Ja, das ist übrigens ein Rezept von meinem Schwiegervater. Der hat das zu Weihnachten auf einer Almhütte, wo wir alle waren, gekocht. Das war so gut. Mit Kartoffelpüree dazu, dass ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt nach. Und das Lustige war, deswegen erzähle ich euch das überhaupt. Ich glaube, das ist echtes Fleisch, weil das schaut wirklich so echt aus. Und dann hat er gemeint, ja, das ist Rehkitzfleisch. Aber das war dann ein Scherz. Also das besteht größtenteils aus Erbsenprotein und Soja, so viel ich weiß. Und da kommt hinten. Wieder ein Laser. 24,2. Und warum ist es unterschiedlich? Das müssen wir genau richten jetzt. Okay. Das Essen ist fertig. Was gibt's Gutes? Das Fake-Fleisch. Kartoffeln und einen Krautsalat. So, die eine Flügeltür ist schon eingehängt, alle anderen Fenster sind auch so gut wie drin. Jetzt kommt die zweite Flügel noch, der zweite Flügel noch, ein Fenster da drüben. Da sind wir hier unten allgemein fertig. Dann machen wir wahrscheinlich oben mit den Rahmen weiter. Da sind noch drei Rahmen zum Einbauen, ein großes Doppelfenster und zwei kleine Fenster. Summertime, everything's just fine.
zwischendurch ist Kaffee oder Teepause. Und oben, die sind gerade oben, weil unten sind alle Fenster drinnen. Jetzt geht's oben weiter. Schauen wir mal, wie es da schaut. Und ich will die Fenster auf 90 kommen. 110. So, wir sind leider drauf gekommen, dass wir da irgendwie mit den Maßen nicht zusammenkommen. Aber das werden wir auch noch rauskriegen. Wir haben einfach zu hoch gemauert. Das haben wir falsch angesetzt. Schon wieder die gleiche Geschichte mit den Rollladenkassen, dass da hier reinkommen soll. Nein, das stimmt nicht. Der kommt hier oben hin. Deshalb haben wir auch den Sturz versetzt. Zwei versetzte Stürze. Aber ja, es ist einfach zu hoch. Das heißt, da kommt eine Styrodurplatte rein. Das wird damit zugemacht. Und hier kommt bündig der Rollladenkasten. Und das Fenster dann ganz normal. Ja. So ihr Lieben, heute ist viel weiter gegangen. Wir haben alle Fenster eingebaut, alle Fenster angeschraubt, eingehängt, zugemacht. Warum wir sie nicht ausschäumen können, ist folgendes. Es fehlt mir dieser Kleber, womit wir die Dichtbänder jetzt festmachen müssten. Das ist eine Art Montagekleber eigentlich, oder es ist was Spezielles, da muss ich einen Hersteller fragen. Ich habe das einfach verpasst, das zu kaufen. Was jetzt also noch ansteht, ist einmal außen, und ich kann euch das hier zeigen. Einmal außen dieses Band festzukleben an der Fassade. Dann kann man von innen ausschäumen und danach, wenn man den Überstand weggeschnitten hat, falls nötig, wegschneiden und dann kann man innen auch ankleben. Und dann war es das. Dann ist grundsätzlich der Einbau fertig. Da kann von innen verputzt werden und von außen die Fassade gemacht werden. So, das heißt für heute, was wir uns vorgenommen haben, ist geschafft. Und es ist ein Wunder, weil es ist noch nicht einmal dunkel und wir sind aber schon fertig. Übrigens, ja, heute ist Zeitumstellung. Ab heute gilt Sommerzeit. Deshalb gewinnen wir eigentlich eine Stunde Helligkeit. Dafür haben wir eine Stunde Schlaf verloren, aber das ist halt so, vielleicht nicht mehr lange so, vielleicht stellen wir das letzte Mal die Zeit um, wer weiß. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ja, und wir sehen uns entweder bald oder im nächsten Video. Also, bis nächstes Mal. Ciao.